Herzlich willkommen, liebe Zuschauer von Seenluft24. Heute meldet sich die neue Bühne nicht aus dem Haupthaus in Senftenberg und auch nicht aus dem Amphitheater in Großkoschen. Wir sind heute zu Gast im Musikbahnhof Annahütte und der Simon wird uns berichten, was wir am Samstag zum ersten Konzert der Slim Dog Sessions erleben dürfen. Vielen Dank. Wir freuen uns schon wahnsinnig auf nächsten Samstag im Amphitheater. Ich kann ja was zu uns sagen. Wir sind jetzt seit 2 Jahren eigentlich oder 2,5 Jahren in der Lausitz mit dem Musikbahnhof und uns fiel irgendwann ein, hier sind immer so interessante Bands, ist tatsächlich so, die kommen bis aus der Schweiz hierher. Warum machen wir denen mit denen nicht mal Aufnahmen und stellen das ins Netz, kann man auch sehen. Und ihr habt euch jetzt Jaguar und Riches of the Poor ausgewählt, ohne zu wissen, dass ich der Bassist bin bei Riches of the Poor. Also vielen Dank und ich glaube, das ist auch eine ganz besondere Gelegenheit. Also Jaguar hat gerade eine neue Single rausgebracht, Gold, und sind auf Tour, spielen in Dresden und spielen eigentlich auch überall, normalerweise in großen Städten, und sind nicht eine Band, die man hier sehen kann, und das ist eine ganz besondere Gelegenheit. Und wir freuen uns auch sehr, wir sind schon sehr gespannt. Wir haben noch nie in so einem Amphitheater gespielt. Wir sind am Wochenende in 2 Konzerten, wir sind in Görlitz und im Amphitheater. Und wir machen beide ein bisschen ähnlichen Stil, wir machen Shoegaze. Das kommt ja da von dem Shoegaze, von auf die Schuhe gucken. Also es wird viele Effekte geben und viel, ja, viel Hall, wer sich informieren will. Also ich würde sagen, das ist ein interessanter Musikstil, aber kommt schon aus den 80er Jahren. Ist ja schon, sag ich mal, gibt schon ein paar Bands, die etwas älter sind, die dieses immer noch machen, aber ist auch wieder modern jetzt. Und wir versuchen das natürlich auch modern zu interpretieren. Und wir fliegen sogar den Gitarristen aus Schweden ein. Wir spielen ja mittlerweile zu dritt mehr als zu viert, weil wir einen unserer Musiker verloren haben. Und der kommt extra hierher und freut sich auch auf Senftenberg, auf die neue Bühne. Das wird super. Wie ist es jetzt für euch? Ihr seid mit dem Musikbahnhof nach Annahütte gekommen. Jetzt könnt ihr auch quasi das erste Mal um die Ecke spielen. Welchen Unterschied ist es zu einem Gig in der Großstadt? Na, die Großstadt ist schon die ideale Bühne, weil man einfach viele Menschen hat und gerade wenn man so einen Nischenmusikstil hat, dann muss man ja eine gewisse Masse erstmal um sich rum haben. Was wir jetzt eigentlich auch mal gerne zeigen würden, ist, dass Kreativität und Kunst nicht nur in der Großstadt stattfindet, sondern tatsächlich oft auf dem Land. Also viele Musiker haben ihre Studios auf dem Land, leben auf dem Land oder kommen hierher und arbeiten kreativ, und wenn es dann fertig ist, dann zeigt man es natürlich in der Stadt. Und und warum soll man das nicht auch mal in Senftenberg zeigen oder in einer anderen ländlichen Region, zumal gerade in der Lausitz wahnsinnig viel passiert. Also es gibt wahnsinnig viel Zuzug, es gibt wahnsinnig viele junge, kreative Familien, alles Mögliche, was hier herzieht. Und diese Nachricht, die würden wir gerne nach draußen tragen und andere Leute ermutigen, hierher zu ziehen, weil es im Moment einfach ein wahnsinnig kreatives Umfeld ist, was sich hier niederlässt, und das kann man auch gerne mal zeigen. Vielen Dank, Simon. Wir freuen uns auf jeden Fall auf den kommenden Samstag, 11.09. 19 Uhr geht's los, 18 Uhr ist Einlass, Riches of the Poor und Jaguar im Amphitheater der Neuen Bühne in Großkoschen. Wer also Teil sein will der neuen Entwicklungen hier in der Lausitz, wer etwas Neues erleben will und richtig gute Musik, der muss da sein. Wir sehen uns. Bis dann.